Hildegard, fassen Sie sich kurz. Ja, genau. Kommen Sie auf den Punkt. Was möchten Sie damit sagen? Jetzt ich habe jetzt mein Judel-Diplom gemacht. Wie hast du das gemacht? Du bist in die Ostsee gegangen. Gestern hätte das wunderbar funktioniert, aber das hätte ich mich ja niemals getraut. Okay. Also ich glaube so der große C und danach wäre es kritisch geworden. Nee, ja, doch, das ist doch noch warm. Nein, da bin ich doch so ein richtiges Mädchen. Das ist doch noch warm. Und vor allen Dingen da, wo wir waren, ich meine, da war ja richtig Strand, da hättest du ja wieder reinlaufen können. Ja, das ist stimmt. immer meine Taktik. Ist auch immer meine. Nicht lange rummachen, sondern... Den Körper damit überraschen, dass es gleich wehtut. Ja, genau. Ja, genau. Wobei der Körper, der weiß es an sich schon, aber... Ja, aber man überrascht ihn trotzdem. Also, ja. Oder diverse Organe, die sich räkeln innerhalb des Körpers und dann so sagen, was passiert jetzt eigentlich hier gleich? Genau. Ne? Und jetzt zieht er die Motorradjacke aus und die Motorradhose. Naja, ist aber immer noch kuschelig hier. Und dann Huch. Oh. Ja, Welle. Genau. Huch, Welle. Und der Rest der Organe hat vielleicht gar nicht so richtig zugehört. Nein, aber das Auge weiß Bescheid und das weiß Bescheid. Und weiß, jetzt. Aber der Funkverkehr, manchmal hakt er so ein kleines bisschen. Genau. Für alle, die Otto kennen, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen übrigens beim Podcast. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, auch das hier ist wieder nicht kalt. Genau. Ich bin ja manchmal einfach nur, es lauschen ja uns nicht alle nur oder sehen uns dann bei YouTube, sondern eben auch in diesen Podcast-Foren, was es da alles so gibt. Dieter ist wieder da, denn was hat Kai, unser, ich nenne ihn jetzt mal langhaariger Bombenleger, gesagt? Wisst ihr was? Ist schön hier, ich verlängere meinen Urlaub einfach, macht doch was ihr wollt. So. Ja, und jetzt müsst ihr zusehen, wie er irgendwie mit mir klarkommt. Also. Genau, also wir haben... Wir haben viele gefragt in der Firma, ob sie dann einfach für Kai hier einspringen. Die konnten alle nicht und dementsprechend ist die Wahl wieder auf Dieter gefallen. Genau, das Restprogramm. So schaut's aus. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Kommentare, die es zu unserem gemeinsamen letzten Podcast gab. Deswegen wird das natürlich jetzt auch der erste Akt wieder sein, dass wir darüber sprechen. Und ich möchte nur noch einmal sagen, dadurch, dass Kai eben jetzt noch nicht wieder hier ist. Genau, weil das Glemseck-Thema, das ist ja nach wie vor. Genau, das bleibt immer noch aktuell und das reichen wir dann nach, sobald Kai eben dann, und das sollte ab der nächsten Folge so sein, auch wieder da ist. Und sonst holen wir ihn. Oh, lass ihn uns holen. Ist das ein verlockender Gedanke? Das ist ein sehr verlockender Gedanke. Und wenn wir mit dem Trabi fahren oder sowas, dauert das auch ein Stück. Der Weg ist das hier. Ja. Also womit wir fast wieder beim Thema wären. Korrekt. Und ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen, denn wir haben ja so viele, viele Themen beim letzten Mal so angerissen, neben unserem Hauptthema, so Motorrad-Events und Motorradtreffs und so weiter. Und ich bin jetzt hier gleich mal bei Body in a Box. Auch ein geiler Name schon wieder, ne? Moin, ich höre jetzt seit Folge 1 euren Podcast, wenn es nur geht, auf meinem Weißwurstbomber. In dem Falle war klar, was fährt der Typ? Eine BMW. Er hat gesagt Boxer. Bomber. Boxer, Weißwurstbomber. Ah, Body in a Box. Ah, okay, gut. Achtung, quasi das Beste mit dem Besten verbinden, denn ich fahre, wann immer es geht. Von Hochsommer bis Minusgrade zur Arbeit, Erledigung und zum Genuss. Großartig. Früher habe ich gern an Moped-Treffs gehalten oder bin gerne zu Veranstaltungen gefahren. Aber seit ich meinen Boxer Weißwurstbomber habe, ich frage dich jetzt gleich mal, hast du da einen Aufkleber drauf, wo das draufsteht? Finde ich großartig. Zieht es mich immer weniger dorthin. Generell ist die Biker-Community deutlich schroffer und wertender geworden, als ich es vor 15 Jahren noch kennengelernt habe. Mit 37 fahre ich halt eine GS, in Klammern ohne Warnweste. Und nach Harley, Triumph und Honda bin ich unglaublich zufrieden und freue mich jedes Mal, wenn ich aufspringen kann. Daher zieht es mich und meine Frau immer mehr bei Stops in schöne ländliche Gegenden. Dann wird der Campingstuhl ausgepackt, Brotzeit gegessen und ein bisschen relaxed in die Natur geschaut. Schön sind die Veranstaltungen trotzdem und es wäre wieder schön, wenn die Community sich mehr ums Fahren und Erleben drehen würde, als wer was fährt. Und das habe ich gelesen und fand das insofern interessant, weil... das ist gar nicht böse gemeint. Wir bemühen auch in der Akademie, und das hast du ja damals auch mitgemacht, auch mal so Schubladen und Klischees. Ja, und das ist auch an sich immer ein dankbares Thema. Und da hört man ja von allen Ecken
unterschiedliche Sachen. So, und der ist so und der ist so, und das macht man dann gerne mal anhand entweder des Klapphelms fest oder genau. des Fahrzeugs, was er so fährt. Der Warnweste, der Koffer und so genau. weiter und so fort. Und das kann manchmal helfen, weil dieser Typ, der sich vielleicht für dieses ein oder andere Motorrad entscheidet, dann eben auch ein bestimmter Typ Kunde ist, den vielleicht dieses und jenes Produkt mehr interessiert als, ich sag jetzt mal, dann vielleicht den Chopperfahrer, das muss man ja so sagen. Ja. Es ist ja gut, dass es diese Unterscheidungen gibt. Und genauso beschissen ist es aber, dass es dann diese Klischeeschubladen gibt, die dann Menschen ja irgendwo da reinpressen, ob sie von ihrer Art her, was sie für Menschen sind und so weiter oder wie ihr Fahrstil wäre. Da bin ich auch nicht dabei und das ist ein Riesenquatsch. Deswegen kann ich das, was er hier schreibt, so ein ganz kleines bisschen nachvollziehen. Ich persönlich, ich habe das glaube ich hier auch schon mal gesagt, wenn ich die Kohle hätte, hätte ich, glaube ich, fast von jeder Marke ein Motorrad irgendwie in der Garage stehen, weil jeder Typ Motorrad, jede Marke Motorrad irgendwas hat, was mich beeindruckt, was ich cool finde. Und ich habe dieses Klischee-Denken da überhaupt gar nicht. Nein, bin ich auch von ab. Natürlich, man hört natürlich einfach von allen Ecken genau diese Klischees, die man ja immer wieder gerne bedient. So, und da guckt man sich auch gegenseitig auf den Reifen und dann sagt man so, alles klar, übrigens mit dem Ding kannst du auch Kurven fahren. Und der Angstreifen ist ja gar nicht hinten, sondern ist vorne. Aber was er hier meint, bin ich absolut dabei, dass man sich an sich mehr auf das Fahren konzentrieren sollte. Wo fahren wir hin? Was? Wie fahren wir? Mit allem drum und dran bin ich auch volle Kanne dabei. Und gerade wenn du so in Gruppen fährst und wirklich eine sehr gemischte Gruppe hast, wo wirklich alle möglichen Fahrzeuge dabei sind, dann geht das um die Gemeinsamkeit, dann geht das um das Erleben und nicht nach dem Motto, du hast Schublade A, genau. Schublade B. Also das ist jetzt hier kein Plädoyer, da kann jeder denken, was er möchte, genau. Aber ich finde von Body in a Box diesen Kommentar wirklich cool, deswegen wollte ich den hier einmal vorgelesen haben. Und wir sind gestern tatsächlich gemeinsam gefahren, also Dieter und ich, und da war es dann auch so, am Straßenrand eine Pause gemacht, eine rauchen, kurz was essen und trinken und plötzlich hielt ein Biker an, einfach nur, weil er gesagt hat, ey, ist alles okay bei euch, weil er dachte, wir hätten ein Problem. Ja. Das war nett, das war zuvorkommend, das war freundlich. Dann haben wir da abgewunken und gesagt, nee, ist alles cool, okay, und weiter ging's. Ne? Das war sehr geil, so soll es sein. Sehr schön, genau. Ja, ich muss jetzt von meiner Schande gestehen, da ich ja hier sehr kurzfristig wieder Resteprogramm war, habe ich mich gar nicht so mit den Kommentaren, ich habe sie einmal überflogen, möchte eigentlich nur eine Sache sagen, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal zu. Wir hatten zweimal uns so ein bisschen in der Region vertan. Und zwar hast du das einmal in der Fahrschule und ich hatte dann Rauschenberg im Sauerland verortet. Sorry dafür, dass unsere geografischen Kenntnisse da nicht so ganz exakt sind. Deine sind normalerweise sehr, sehr gut, meine sind richtig beschissen. Deswegen, ihr habt uns da verbessert und das zu Recht. Ja? Genau, danke dafür. Danke dafür. Ich habe hier noch von Jan RXL. Moin, immer herrlich, euer Podcast, danke dafür. Ja, die Louis-Straßenkarte gibt es noch. Artikelnummer, Achtung, 105.3480. Und anscheinend in einer aktuellen 2024er Version. Ich nutze sie sehr gerne für die Tourenplanung, da besonders schöne Motorradstraßen gekennzeichnet sind. Vielen Dank dafür. Und wir haben auch hier gleich noch die Artikelnummer genannt. Könnt ihr euch mal umgucken. Und auch da, weiß ich, wird Dieter in die Hände klatschen, der typische Straßenkartennutzer. Und das ist ja auch gut so. Ich werde immer wieder gefragt. Also ich habe ja immer mal so mein DIN A4 Handtäschchen, nenne ich das mal. Habe ich seit 22 Jahren den gleichen Rucksack und der tut immer noch, ist auch noch nicht vergilbt und so. Und da sind halt alle relevanten Karten drin, mit denen ich so fahre. Ja. So und Brillenputztücher, Visier und Scheibenreiniger von vor 14 Jahren oder sowas. Aber mittlerweile sind die raus, weil ich habe sie dann tatsächlich doch mal aufgemacht und sie waren leider alle verdrückt. Also das Gute ist, das Zeug sollte man auch benutzen. Ne? Ja, genau. Habe ich mir immer nur für die ganz schwierigen Fälle aufgehoben und dann. Ja, okay, die hattest du halt nicht. Margarete S. Hallo René, Dieter und Urlauber Kai. René ist genau auf der richtigen Wellenlänge. Man soll in sich das Kind bewahren. Denn es hält einen auch jung. Auch mit 68 Jahren bin ich für jeden Spaß, Unsinn und Klamauk zu haben. Es ist einfach schön, auch mal wie ein Kind rumzualbern. Zum Thema Parkscheibe, das hatten wir vor ein paar Ausgaben, habe ich noch einen Basteltipp. Da nutze ich die ShapeHard Handyhalterung und die kann ich auch für die Parkscheibe nutzen. Blöderweise, ich habe heute eine Schulung gehalten über Handyhalterungen und da war dieses ShapeHard mit dabei. Ist ein Hochleistungsmagnet, den man am Lenker festmacht und dann eine einfache Handyhülle, mehr oder weniger passend für fast jedes Handy. Und dieser Magnet hält Bombe. Ja? Und da packst du das Ding da drauf, ist über 200 km/h getestet, dass der Wind das auch nicht wegreißt oder sowas. Richtig, richtig gut. Und hier schreibt er, oder sie, Margarete,
einfach eine Kunststoffparkscheibe gekauft und ein dünnes Stück Blech von hinten draufgeklebt. Ich nahm ein Stück von einem Konservendeckel. Schon hält die Parkscheibe auf der Magnethalterung. So, und wenn das Ding dann trotzdem noch einer klauen muss, meine Güte. Aber ja? Toller Tipp. Auf jeden Fall eine Idee. Ja, toller Tipp. Gut. Jo, du bist durch mit deinen? Ich bin mit meinen erstmal leider ist ja nicht schlimm. Durch. Ist ja nicht schlimm. Den hier wollte ich ans Ende setzen, weil da haben wir dann noch ein bisschen was gleich als Thema zu klären. Die Biker-Treffs habe ich auch gleich. Aber ich hatte doch noch einen, der um dich geht. Ach hier, erstmal noch der. Schummeln bei der Theorieprüfung. Wir hatten ja auch die Nummer, dass da mittlerweile so beschissen wird. Oder auch in Italien eben. Nicht mit mir, schreibt The Seeker wahrscheinlich. Habe am 15. Januar meine Prüfung A gehabt und fleißig dafür gebüffelt. Mit nur einem Fehler bin ich dann glücklich aus der Prüfung gegangen und seit dem 15. März fahre ich nun fast täglich meine Maschine. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß weiterhin dabei. So, ich komme jetzt mal, dann haken wir die mal ab, auf diese Biker-Treffs. Einer der ältesten und traditionellsten Biker-Treffs ist am Kaiserberg in Duisburg. Das schreibt Dirk Schumacher. Genau, also wenn ihr das kennt, beziehungsweise war das jetzt eben schon mal ein Tipp, da kann man sich treffen, schnacken, Kaffee schlürfen, geht so bis circa 14, 15 Uhr. Dann haben wir noch, und das freut mich natürlich auch sehr, von Sven Stadler zum Thema Moped-Triff. Ich fahre ab und an zur Louis-Filiale in Mannheim auf eine Taskaf. Da sitzen immer mindestens 2 bis 3 Leute und das Beste, man lernt fürs Leben. Finde ich auch cool. Finde ich gut, ja. Perry Longbottom, auch geil. Bikertreffpunkt jeden Sonntag, Löwenstein bei Heilbronn, Löwensteiner Platte. Geile Anfahrt, geile Kurven, Parkplatz den ganzen Sonntag mit 200 Bikes, kommen und gehen. Super Aussicht aufs Heilbronner Unterland und sehr leckere, scharfe Paprika-Wurst, steht extra so. Hier, seit Jahrzehnten immer wieder gern von mir besucht. Dann haben wir noch das Café 36 im Harz. Benannt nach den 36 Kurven, die sich dahinter auf den Berg am Kyffhäuser schlängeln. Von Roli. Danke. Da bin ich bestimmt schon gewesen. Das glaube ich auch. Bestimmt. Und Thomas Meyer schreibt, Motorradtreff, die Kurve im Kalletal bei Rinteln. Immer gutes Essen und immer gut Kuchen. Und immer nette Leute, die man da trifft. Sehr cool. Großartige Kombi. Das hier sagt mir auch was, hast du bestimmt auch schon mal gehört, von Dino. Als Treff in Berlin kann ich die Spinnerbrücke vor allem am Wochenende empfehlen. Dort seid ihr auf der alten AWOS unterwegs. Ich habe da viel von gehört, bin da schon zweimal dran vorbeigefahren, aber leider nie am Wochenende. Deswegen. Ja, vielleicht sollte das mal der nächste Ausflug für uns sein. So, und dann natürlich, das hatte ich ja angesprochen, ist das die Nummer Bikertreff Eibenstock. Den gibt es wohl Gott sei Dank noch. Hier steht auch, hallo lieber René, ich kann dich beruhigen. Der von dir angesprochene Bikertreff an der Talsperre Eibenstock existiert noch. Zwar wird man dort momentan leider von einer ziemlich nervigen Baustelle ausgebremst, aber gibt es alles noch. Und dann gibt es wohl auch, das schreibt dann hier in dem Falle Dorschi und Vincent ebenso. Da bin ich bei schönem Wetter immer sonntags. Alkoholfreies Bier, eine Roster und eine Zigarre. Kann man machen. Das und kann man machen, ja. Dann kann man auch noch ein paar flotte Fotos schießen und sowas. Richtig, richtig gut. Jetzt habe ich auch das gefunden, was ich sagen wollte. Achtung. Aus gegebenem Anlass, Gruß an den Kai-Ersatz. Oh, danke. Von Dirk Schumacher. Hatte diese Woche Kontakt mit dem Kundenservice wegen einer Reklamation eines Cardo Pactalk Edge. Frau Davron, denke den Namen dürfen wir hier nennen. Ja. Cool. Hat sich für mich Zeit genommen, zugehört und ganz wichtig, für mich eine unbürokratische und kurzfristige Lösung gefunden, sodass unser Eifelwochenende mit Tochter gerettet ist. Tochter wäre ohne Kommunikation nicht mitgefahren. Vielen Dank also an dieser Stelle nochmal und großes Lob für die Kollegen. Zum Thema Motorrad-Events. Wir sind regelmäßig in Düsseldorf bei Biker for Kids dabei und das kann ich eben nur empfehlen. Joa. Mensch, vielen lieben Dank. Schön, dass es so gut geklappt hat. Reichen wir an die Kollegin selbstverständlich weiter. Und das machen wir wirklich. Ja? Klasse. Ja, dann haben wir das hier mal soweit. Und ich meine, so im Überflug habe ich noch einmal ganz kurz geschaut. Ich weiß jetzt nicht, wer das genau war, aber 1. Mai Nürnberg nach wie vor am Start. Das, was du angesprochen hattest, ne? Genau. Finde ich klasse. Das Ding hier fand ich noch gut von Zip4U. Grundsätzlich finde ich Podcasts nicht so dolle. Aber als ich Tante Luise im vergangenen Winter entdeckt habe, konnte ich nicht aufhören, beim Hund ausführen, eure Sendung zu hören.
zu dem Zeitpunkt kein Mopedlappen besessen. Meine Frau war unglücklich darüber, dass ich mit 38 angefangen habe, den A-Führerschein zu machen. Gleichzeitig war sie überglücklich darüber, dass ich so motiviert mit dem Hund Gassi gegangen bin. Das fand ich klasse. Ne? Ihr habt mich somit einige Kilometer begleitet. Ja. Zu Fuß. Inzwischen habe ich alle Folgen durchgehört. Nochmal Wahnsinn. Seit April habe ich den A-Schein und höre stets jede Folge an. Was euch besonders macht, das kann jeder interessante Themen authentisch mit Humor vermitteln. Vielen Dank. Großen Respekt. Inzwischen habe ich 4000 Kilometer auf meiner GSXS 57 gedreht und freue mich stets über jede Runde und Podcast von euch wie ein Kleinkind über Eis. Bleibt gesund, allzeit gute Fahrt. Und er schreibt hier auch, SB Mutech ist in Rauschenberg, das ist korrekt, aber nicht im Sauerland, sondern genau Marburg-Biedenkopf, genau. Und da will er demnächst auch mal hin. Sorry ansonsten dafür. Coole Sache. Danke, danke, danke. So. Und jetzt? Ja, prima. Hörte sich das alles gut an? Und wir haben hier noch einen Kommentar und den nehmen wir gleich mal als Thema für heute. Von LuMyX. Lumix, okay. Hi, tolle Podcast-Folge, hat mir gefallen. Ich hätte eine Frage zum Fahren in der Gruppe. Ich habe meinen Motorradführerschein jetzt knapp ein Jahr und fahre größtenteils alleine. Hin und wieder kommt es vor, dass ich mit Freunden in einer Gruppe fahre. Ich muss sagen, ich fühle mich dabei unwohl, weil ich weiß, direkt rechts oder links hinter mir ist noch ein weiterer Motorradfahrer, den ich nur mit einem Schulterblick sehen kann. Wenn ich in der Gruppe fahre, habe ich immer die Befürchtung, in einer Kurve mit jemandem direkt hinter mir zu kollidieren. Habt ihr hierfür Tipps oder Erfahrungen? Ich würde mich auf euren Input freuen. Ich weiß, die anderen passen natürlich auch auf, aber gerade wenn man gemeinsam an der Ampel steht und nach hinten blickt, wird mir wieder klar, wie dicht wir alle aufeinander stehen. Fahren in der Gruppe, super Thema. Super Thema und er schreibt ja, dass er jetzt seit einem Jahr, habe ich das richtig verstanden, ne? Seit einem Jahr den Führerschein hat. Ja, er ist seit knapp einem Jahr. Und dementsprechend natürlich jetzt noch Erfahrungen sammelt, so mit allem drum und dran. Ich meine, wir können ja einfach mal so zusammenschmeißen, was wir so an Erfahrungen in der Gruppe haben. Ich fahre ab und zu mal in der Gruppe. Dann kommt es immer darauf an, kennst du die Leute? Dann meistens sind es zusammengewürfelte Gruppen. Und was ist das Ziel der Gruppe? Wo soll hingefahren werden und vor allen Dingen dann auch noch, wie entspannt sind die Leute? So, und da kann ich das unter Umständen dann wirklich auch verstehen. Also jetzt nach all den Jahren Motorradfahren geht es mir auch manchmal so, wenn du dann den einen oder anderen Kapaiken damit in der Gruppe hast, unter Umständen, dass ich gucke viel in den Spiegel, um nach Möglichkeit immer einen 360-Grad-Blick zu haben, was beim Motorradfahren an sich ja eher... Ja, okay, 360-Grad-Blick sollte ja sein, aber du willst ja natürlich in erster Linie nach vorne schauen. Aber wenn dann im Hintergrund die ganze Zeit dieses Gefühl mitbringt, oh, der geht mir jetzt, ist mir ein bisschen zu dicht am Pelz, was macht er in der Kurve, kann ich mich auf die Kurve überhaupt konzentrieren, wo ist meine Aufmerksamkeit, ist meine Aufmerksamkeit eher mehr beim Aufpassen hinten, was ja fürs Fahren nicht unbedingt zuträglich ist, oder eben halt, kann ich mich einigermaßen entspannen. Und das kann ich gut nachvollziehen nach einem Jahr, dass das ein Stressmoment ist. Die Frage ist, mit wem fährt er und mit wie vielen? Genau, und inwieweit sind die denn darüber informiert, sage ich mal, dass er nur ein Jahr den Führerschein hat und nehmen darauf Rücksicht? Das kommt ja dann in dieser Gruppe von der Dynamik auch noch hinzu. Wir hatten ja hier schon sehr, sehr oft das Beispiel, dass wir schon oft gefahren sind zusammen, dass wir auch Motorradurlaub mit zwei Freunden noch gemeinsam gemacht haben. Und da ist es eben tatsächlich so, wir kennen uns so genau, dass wir wissen, wie wir fahren. Dennoch, sage ich mal, gibt es auch den einen oder anderen Moment, wo eine gewisse Dame öfters mal ein bisschen einem auf die Pelle rückt und dann muss man das einfach nur mal Bescheid geben und dann passt das wieder. Aber ich verstehe das insofern auch, weil ich auch bei unserer gemeinsamen Ausfahrt immer wieder festgestellt habe, wenn ich als Erster fahre, bin ich der eigentlich, also eigentlich soll jeder für sich fahren, ja. Auf sich achten, keiner, der hinterher fährt, soll auch das Gefühl haben, ah, guck mal, die konnten überholen und ich fahre stumpf einfach auch noch mit an dem Hindernis, an dem Auto, was es zu überholen gilt, vorbei. Nein, jeder guckt bitteschön für sich selbst, ist wichtig. Und trotzdem, wenn ich der Erste bin, bin ich da auch, ich will nicht sagen unentspannt, das stimmt nicht, aber ich bin trotzdem der noch öfter in den Spiegel schaut, weil ich ständig in Anführungszeichen Sorge bin, wo seid ihr? Kommt ihr hinterher? Und das sollte gar nicht so sein. Ab und an ist da in Ordnung und natürlich eben kontrollieren, rückt mir da jemand zu sehr auf den Pelz, ist jemand im toten Winkel, das kann ja auch im blödesten Falle mal sein. Aber dieser Kümmermodus, der ist manchmal auch hinderlich, habe ich festgestellt.
Das kann ich absolut bestätigen. Also wenn ich vorne fahre, so wie es jetzt dieses Wochenende, wenn ich vorne fahre, also ich gucke also auch in den Spiegel und links und rechts und schaue, wo sind meine Schäfchen? Sind noch alle da? Ja, genau. Sind noch alle da. Ich glaube, das ist auch okay, wenn man als Erster fährt. Die Frage ist, wie intensiv muss das sein? Richtig. Und wie sehr lässt man sich davon ablenken? Das ist halt genau. Kacke. Ne? Und was man auch dazu sagen muss, wir fahren ja maximal zu viert. Das ist eine sehr überschaubare kleine Gruppe. Wir reden bei den Pausen miteinander. Wenn die Gruppe ein bisschen größer ist und sich nicht kennt, die Frage ist, gibt es sowas Exotisches wie vorher mal eine Absprache? Mhm. Dass man einfach sagt, pass auf, Leute, meinetwegen, wenn wir miteinander fahren, achtet bitte darauf, dass wir, wo es geht, nach Möglichkeit versetzt fahren. Und zwar nicht stumpf wie an der Perlenkette, sondern wirklich versetzt fahren, um eben halt Reaktionszeiten eben halt abpuffern zu können oder mehr genügend Luft zu lassen, gerade wenn man irgendwie eine Gefahrenbremsung machen muss oder irgendwas anderes passiert. Oder der eine ist im Sightseeing-Modus und der andere ist jetzt gerade mit den Gedanken ganz woanders und verpasst vielleicht so ein klein bisschen, oh hoppla, jetzt wird es aber langsamer. Das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen unter Umständen. Was gibt's noch für Regeln, die man aufstellen kann? Kommen wir gleich zu, aber du hast zwei Sachen gesagt und auf die wollte ich auch hinaus. Sightseeing-Modus ist uns beiden schon so gegangen. Natürlich. Der eine, du hast es im Vorgespräch hier schon gesagt, gestern war es so, unser Ausgangsschild war Maverick Top Gun für Dieter. Ne? Das war wirklich so jetzt. Ne? Jetzt. Jetzt und nicht später jetzt. So, und dann weg. So. Und du bist manchmal noch so am Träumen, dann ist da vielleicht ein schickes Gebäude oder du hast irgendwie einen Reiher im Feld entdeckt, was ist auch immer. Also nicht einer, der ein Feld reiert, sondern einen Reiher im Feld entdeckt. So cool als auch. Genau, was auch immer. Und dann bist du halt nur einfach noch ein bisschen Banane im Kopf und dann musst du erst wieder losschalten. Also jeder ist auch in einem anderen Modus tatsächlich unterwegs. Genau. Hatten wir bei unserem Urlaub auch. Der eine ist dann eher der die Straßen genießt, auf die nächste Kurve spechtet und guckt. Und der nächste guckt eher in die Landschaft und ist dadurch einfach auch ein bisschen langsamer unterwegs. Alles legitim. Diese Geschichte mit dem versetzten Fahren, definitiv für dich hier, Lumix, ein Tipp. Das solltet ihr beherzigen, wenn es nicht schon tut. Du hast mehr Platz vor dir. Das ist Nummer eins. Und wenn es denn vorkommen sollte, dass irgendeiner von hinten angeschossen kommt, zum Beispiel auch ein Auto, dann ist das ein ganz anderes Bild für den. Der kann euch nicht einfach wegdrücken. Der hat weniger Platz zum Einscheren. Also nehmt euch ganz, ganz anders eben auch tatsächlich wahr und sieht eben durch dieses Versetztfahren auch unter Umständen schon, wie viele Biker sind denn vor mir. Wenn man wie auf einer Perlenkette ist, dann kann man die Gruppe vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und unter Umständen ist die Gruppe dann auch kürzer und ist besser einzuschätzen. Genau so ist es. Ja. Was haben wir noch für Regeln? Das Dieter hat es jetzt schon gesagt. Sich einfach mal abquatschen, logischerweise. Auch wie schaut es denn aus, wenn man sich wirklich mal verlieren sollte und jetzt nicht irgendwie mit einem Kommunikationssystem verbunden ist? Nächste Abbiegung, warten auf den Rest. Und da darf man auch mal ein bisschen Gas geben, weil man eben gerade nicht im Sightseeing, sondern eher im Sportmodus ist. Und dann weiß man aber, Achtung, hier weiß ich jetzt nicht weiter, weil ich vielleicht gar nicht der Navigator bin, das ist ein anderer und ich habe die jetzt alle mal überholt, dann warte ich halt dann, wenn es kritisch wird oder ich sammle halt alle entsprechend wieder ein, die rücken nach, ist alles cool und genauso guckt man dann in den Spiegel, wenn einer an der roten Ampel hängen bleibt, alles möglich. Also wir sind ja auch schon in größeren Gruppen gefahren, als wir diese Ausfahrten da in Slowenien oder sonstiges hatten. Wir haben uns da auch immer, soweit ich das weiß, ein bisschen aufgeteilt. Wir hatten so eine Blümchenpflückergruppe, nenne ich es mal. Und eine relativ zügige Gruppe, ja. Wobei, das hat sich dann auch mal vermischt. Das kann man immer so ein bisschen drauf an, in welchem Modus war man. Ja. Aber da muss man ja auch sagen, wir kannten uns alle relativ gut. Wir kannten uns alle richtig gut, ja. Und wir haben viele, ich sag mal, so Gruppenfahrtipps oder Hinweise, ich will das gar nicht Regeln nennen, haben wir automatisch beherzigt. Jetzt sind wir aber hier bei Lumix, der ist ein Jahr dabei. So, und die Frage ist, wie lange sind die dabei, die um ihn herum sind? Und dieses, du sagtest gerade überholen. Also mein Tipp wäre, verabredet euch vorher, in der Gruppe wird nicht überholt. Jeder bleibt an seiner Position. Und wenn man dann hinterher bei der ersten Pause feststellt, nee, pass auf, ich möchte lieber ein bisschen weiter vorne fahren oder ich möchte ein bisschen weiter hinten fahren, weil also mir passiert das öfters in größeren Gruppen, dass ich fahre sehr, sehr gerne hinten und am liebsten ganz hinten, weil ich dann einmal die ganze Gruppe vor mir sehe, ich habe den Rückspiegel frei und ich kann mich auch mal zurückfallen lassen unter Umständen, weil ich gerade im Sightseeing-Modus bin oder weil ich sehe, da vorne kommt eine Kurve, wo ich unter Umständen vielleicht
ganz sicher ein bisschen dynamischer. Ein wenig mehr Schräglage in der Fahrdynamik hätte und deswegen lasse ich mich zurückfallen, um da vielleicht. Aber auch das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie ist das Talent. Also, und unter Umständen fährt der eine dem anderen hinten rein. Also redet über die Abstände. Redet über die Abstände und was habt ihr vor? Und die Geschwindigkeit ist auch wichtig. Welche Geschwindigkeit wollt ihr fahren? Fahrt ihr in den Ortschaften Strich oder fahrt ihr unter Umständen, ich sag mal, 5 drunter, um in der Ortschaft eventuell wieder zusammenzukommen? Ist es für euch als Gruppe okay, wenn ihr ein bisschen auseinandergerissen werdet? Ist das in Ordnung? Oder hat man die Pfeile im Kopf und sagt, ich muss unbedingt dranbleiben? Und das ist dann gerade für Neue immer Stresssituation. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, mein Gott, ich muss da jetzt unbedingt dranbleiben und fahre über meine Verhältnisse. Ja. Finger weg davon. Es ist okay. Es ist okay, wenn andere meinen, unter Umständen gerade so in Schleswig-Holstein, es ist auch öfters mal so auf den Geraden, von denen es ja doch ein paar mehr gibt, dass der eine oder andere mal gerne ein bisschen mehr am Hahn zieht. Und ist natürlich klar, je nachdem, wie viel Leistung du da unterm Hintern hast, kannst du dich da von der Gruppe absetzen. Einfach die Frage stellen, muss ich auf Krampf dranbleiben? Genau. Und deswegen ist, du hast es ja gerade schon gesagt, der beste Tipp wahrscheinlich für den Neuling nicht ganz hinten zu fahren, weil dann kann das passieren. Was ich kenne, ist tatsächlich, dass man so als Vorletzter fährt und hinten einen hat zum Einsammeln, der aber ein sehr routinierter und eben anständiger Fahrer ist, und nenne ich es jetzt ganz einfach mal. Dann kann nämlich der Vorletzte wirklich den Abstand lassen zu dem Rest der Gruppe, den er möchte. Und er hat aber immer noch einen, der ein bisschen Acht auf ihn gibt, aber auch entsprechend Abstand lässt. Und dann hat man eben nicht den Stress, dass da 20 Augen von hinten gucken, sondern das ist ja vielleicht auch das, was Lumix hier stört, sondern das ein Augenpaar, da weiß ich, mit dem passt das und dann ist alles schick. Und das kann gut funktionieren. Das kann gut funktionieren. Ich höre immer wieder, wenn es ums Gruppenfahren geht, dass man nach bitteschön den vermeintlich langsamsten an Position 2 setzt. Also hinter demjenigen, der also praktisch die Route geplant hat und vorweg fährt. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass diejenigen, die vermeintlich die langsamsten sind, damit dann ein schlechtes Gefühl haben. Und vielleicht ist es genau das, was Lumix hier passiert, weil dann hast du nämlich alle in deinem Rücken und denkst, oh mein Gott, du bist hier der Bremsbock. Hast du auch wieder keinen Spaß beim Fahren? Also und vielleicht auch, kann ich so sagen, bei mir das mal eine Zeit lang so ging, und da bin ich nicht in einer Gruppe gefahren, da bin ich allein gefahren, aber wenn du dann auf Motorrad beliebten Strecken natürlich dann unterwegs bist und eingeholt wirst von anderen, wenn du dann der bist, der vielleicht auch in der Kurve nochmal ein bisschen mehr bremst, als es die anderen machen würden und denen dann in deinem Kopf zumindest den Fahrspaß klaust oder sonst irgendwas, weil du sie ausbremst, und das braucht es einfach nicht, ne? Und demnach kann man im Endeffekt sagen, Quatsch da in der Gruppe drüber. Und andererseits hast du aber auch geschrieben, dass du größtenteils allein fährst. Ich kann das nachvollziehen. Ich auch. Ich fahre mit ausgewählten Menschen. Einer sitzt mir gerade gegenüber, gerne Motorrad. Und ansonsten bin ich ganz, ganz gerne alleine unterwegs, weil das funktioniert für mich am allerbesten. Aber vielleicht bin ich dadurch auch entspannt geworden, dass es dann mit diversen Leuten eben funktioniert. Ja, wir hatten, glaube ich, in den Kommentaren auch jeder, wie er mag. Unbedingt sogar. Jeder, wie er mag. Nur in der Gruppe, wie gesagt, solltet ihr euch vorher ein bisschen vergewissern, wie machen wir das hier. Und ich weiß nicht, wie unser Altersschnitt derer ist, die hier zuhören. Dann sind diese Kommunikationsgeschichten wieder so ein Thema. Und wenn ich brauche nur in die Kamera gucken, ich sehe Dieter im Augenwinkel und weiß, dass er gerade das Kotzen kriegt. Ganz wertfrei. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass also praktisch da gerade vorgestern, so ähnlich wie das Internet, das ist ja auch nur, das ist einfach eine Mode, die vorbeigeht. Ja, genau. Das ist so ein Trend, weißt du, läuft jeder nach. Und das mit der Kommunikation, dass da also praktisch eine weitere Dimension beim Motorradfahren dazugekommen ist, der man sich öffnen kann, die man klasse findet, oder wo man der eine oder andere, jeder, wie er will, auch sagt, nee Leute, Fresse halten und, ne? Ich sitze hier auf dem Motorrad, um meine Ruhe zu haben. Genau. Und das Einzige, was ich hören möchte, sind die 1, 2, 3, 4 oder meinetwegen auch 6 Zylinder, die da gerade, je nachdem, bin ich voll dabei. Mir beliebt. Korrekt, und da bin ich wirklich voll dabei. Hier an der Stelle geht es mir darum, dass man dann eben auch, weil diese Gerätschaften lassen sich ja vielfach miteinander verbinden, da kann man so eine ganze Gruppe zusammenhalten. Ja. Man kann aber eben dann nicht erst bei der Pause kommunizieren und sagen, das war gerade kacke und ich fühle mich da nicht unwohl. Dann kann ich es auch während der Fahrt. Und dann kann man halt direkt mal irgendwie da einsteigen und sagen, hey, lass mal bitte ein bisschen Abstand. Solche
Dinge funktionieren ganz einfach. Genau. Ja, will ich nur als Tipp mitgeben. Rück mir nicht so dicht auf den Pelz. Genau, bitte, bitte, bitte und dann ist doch alles schick. Also probier dich da ein bisschen aus und das ist mein Tipp, such dir die Leute, mit denen du fährst. Und da kannst du auch mal sagen, nee, pass mal auf, kein Bock. Bei mir ist tatsächlich gerade so, ich wollte mich in so eine Bikergruppe irgendwie so einhacken, weil ich mal mit jemandem fahren wollte. Und mir gefällt schon, muss ich einfach sagen, der WhatsApp-Chat nicht dazu. Und damit ist das Ding für mich gestorben. Also ist mir... Kann ich absolut nachvollziehen. Es kommt ja immer drauf an, jeder wie er will und vor allen Dingen, welche Charaktere sind da. Wie interpretiert jeder für sich das Motorradfahren? Ja. So, und das kann passen, das kann nicht passen. Das ist wie in einer Beziehung. Und die, an der Stelle ist auch vollkommen egal, welches Motorrad man fährt. Ne? Wir hatten das ja als Einstieg dann eben hier, Weißwurstbomber und so weiter und so fort. Vollkommen wurscht. Sind gestern so bunt gemischt unterwegs gewesen. In unserem Urlaub eben auch. Ne? Also hier, Maverick war gestern auf seiner Ducati unterwegs. Panigale, nur mal so. Dann wisst ihr, was am Ortsausgangsschild passiert ist. Das tut mir leid, alles unter 100 tut weh mit der Kiste. Er ist ja auch immer sehr breitbeinig abgestiegen, das kann ich bestätigen. Mhm. Ja, und demnach, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aufeinander einlassen und dann hat jeder seinen Spaß und das ist cool. Und wenn man sich dann noch irgendwie so einen coolen Treffpunkt verabredet, wo man dann anhält und dann eben tatsächlich eine Pommes oder was auch immer zu sich nimmt und dann bei einem Eis noch ein bisschen quatscht, einer raucht oder was auch immer der tut, großartig. Ja. Darum geht es doch dann am Ende. Ne? Ja, also Lumix, ich hoffe, dass wir dein Thema jetzt einmal zur Genüge ausgeschlachtet haben, in Anführungszeichen, vielleicht auch ein paar gute Tipps gegeben haben und wir das aber tatsächlich aus den Kommentaren gleich mal zum Anlass nahmen, weil wir ja auch uns gut auskennen, hier mal ein bisschen was zum Besten zu geben. Ich hoffe, vielleicht, wenn ihr noch Anmerkungen dazu habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein, wenn wir irgendeine Sache übersehen haben oder ihr vielleicht mit irgendeiner Regel, die wir jetzt gerade eben so benannt haben, die für uns gut funktioniert, die für euch vielleicht gar nicht funktioniert und vielleicht gibt es ja irgendwie noch ein paar Tipps. Ich denke mal, vollständig wird es nicht sein. Also ich kenne das auch von Ausfahrten, an denen ich schon wirklich teilgenommen habe. Dann hat der ganz, ganz Letzte hat immer Fernlicht an. Dann kann man den von vorne, weiß man immer, dass die Gruppe beieinander ist, weil man den immer schön leuchten sieht. Dann natürlich meistens auch der Erste eine Warnweste, der Letzte eine Warnweste. Das ist nochmal das Gleiche. Was halt dann funktioniert in dem Moment. Genau. Ne? Vollkommen wurscht. Ja, cool. Das war doch richtig gut. Da haben wir doch ein bisschen was abgearbeitet an dieser Stelle. Wir hatten noch eine Frage. Genau, da ging es um Reifendruck, ne? Genau, und das habe ich mir in der Tat hier aufgeschrieben, das war Freedom Driver. Könnt ihr mal ein Video machen, was bei zu wenig oder zu viel Luftdruck im Motorradreifen passiert? Okay, das ist jetzt ein Podcast. Ich weiß, oder ich hege mal die Vermutung, weil wir hier im Studio haben wir hier einen großen Stapel Reifen schon mal vorbereitet von einem Reifenhersteller, wo auch der eine oder andere Mitarbeiter, der ja zufällig gerade am Mikrofon sitzt, schon mal ein bisschen dran geleckt hat, weil er sagt, den will ich. Aber er hat gesagt, gibt es denn auch ein Rot und dann muss man sagen, nein, tut mir leid. Nein. Das nicht. Also es ist was in Planung mit Kai. Ich glaube, da kann man dann die Reifenhersteller-Variante, wir geben das einfach mal so als Auftrag mit, dass ihr das mal mitbehandelt. Aber jetzt wir so als Otto-Normalverbraucher, was wissen wir über Reifendruck? Frage Nummer eins. Bitte. Wie oft kontrollierst du bei deinem Motorrad den Reifendruck? Viel zu selten. Und wenn, dann ist es eher so eine, Achtung, Sichtprüfung, großartig, oder? Wie geil ist das denn? Sichtprüfung, aber auch Druckprüfung. Druckprüfung allerdings, dieses übliche mit dem Daumen so mal, reicht. Ja? Ich glaube, vor Saison glatt. Ist nicht platt, genau. Und meist ist ja auch so, das ist ja der Vorteil bei den modernen Reifen, die sind ja meist nur unten platt. Kennst du? Das kommt drauf an, wo man so fährt. Aber ich bin da echt eine Schlampe, das muss ich ganz einfach sagen. Also, dass ich das irgendwie regelmäßig tue. Mein Kumpel wiederum hat mir gesagt, er merkt, der hat eine 1190er KTM, er merkt 0,2 Bar, mehr oder weniger, im Fahrverhalten immens. Ich habe damit bisher sehr, sehr wenig experimentiert, wurde allerdings von einem Mitarbeiter der Reifenfirma Heidenau, die jetzt am Glemseck auch waren, darauf hingewiesen, pass mal auf, versuch doch mal bei deinem Reifendruck vorne, du sollst keine 3 Bar reinhauen, bitte nicht, ich glaube 2,5 oder 2,6 oder sowas habe ich drin, 2,7, irgendwas in dem Dreh, sagt er, mach mal 2,9.
probier das ruhig mal aus, weil es mir darum geht, sagt er, ich habe ja so ein bisschen Lego-Klötzchen da drauf, ne? Das Eintauchen in Sand, sagt er, dieses Schwimmen, was dann einfach mit dem Lenker passiert, würde dann deutlich weniger werden. Das soll ich mal ausprobieren. Klar, weil der Reifen dann härter ist, sich weniger verformt, weniger Eigendämpfung hat. Wahrscheinlich. Wie oft fährst du im Sand? Natürlich sehr, sehr selten. Aber er sagt, das schadet auch für die normale Straße tatsächlich nicht, weil das wäre ein Kompromiss, den ich mal ausprobieren soll. Ja. Und das werde ich demnächst tatsächlich nochmal tun. Okay. Weil ich eben mit dem Reifendruck noch nie fahrdynamisch experimentiert habe. Bin ich auch immer sehr gespannt. Du hast andererseits natürlich auch Rennstreckenerfahrung. Und da denke ich mir, da gibt es ja wahrscheinlich auch. Das Hin und Her wird ja was machen. Das macht in der Tat was. Aber bevor wir dazu kommen, aber da bin ich auch wirklich kein Experte. Also da gebe ich nur Wissen weiter, was mir angetragen worden ist. Und das, was in dem Fenster, was ich selber so erfahren habe. Also ich glaube, das Wichtigste ist, also ich meine, bei uns in der Bike-Datenbank stehen die einzelnen Reifendrücke drin. Die stehen da nicht ohne Grund drin. Also ist es schon wahrscheinlich clever und ratsam, sich an diese Reifendrücke zu halten, weil letztendlich ist es der Kontakt zur Straße oder dem Untergrund, wo ich so unterwegs bin. Und damit das richtig funktionieren kann, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du zu viel Luft auf einen Reifen gibst, das macht man ja gerne mal, wenn man das Motorrad einwintert, wenn es aber auf den Reifen stehen bleibt, damit nach Möglichkeit der Reifen schön rund bleibt, dann gibt man, meine ich, das ist ein Tipp, den ich mal gehört habe und ich mache es auch in der Regel, wenn ich das Motorrad dann eben halt abstelle und es nicht auf den Ständern steht, dann mache ich ein bisschen, dann mache ich 0,2, 0,3 Bar, mache ich mehr rein und dann steht das Motorrad. Beim Fahren, ich bin also kein Reifendruck-Junkie, aber ich wenigstens einmal die Woche und bevor ich fahre, kontrolliere ich in der Tat den Reifendruck, dass der richtig eingestellt ist, laut Herstellervorgaben. Ja. Das liegt aber auch daran, das habe ich früher auch nie gemacht, sondern da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann war meistens immer viel, viel, viel zu wenig drin und dann wurde das irgendwie schwammelig und dachte, ich habe mir, wir haben im Sortiment, haben wir von Bosch so eine Pumpe, die ich mir dann aber auch ursprünglich für die Rennstrecke dann gekauft habe. Und das ist einfach super einfach. Du brauchst nicht mehr eben halt irgendwie extra eine Tankstelle zu fahren, weil es ist ja auch ein gewisser Aufwand, den ich betreiben muss. Ja. Dann schraube ich das dann eben halt auf das Ventil rauf. Der sagt mir, welchen Druck habe ich. Ich kann dann ein Preset machen, dann Reifendruck einstellen, fertig, Ende Gelände. Es kommt ja auch drauf an, wo fährst du, bei welcher Temperatur. So, und so ein Reifen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat ja auch eine gewisse Eigendämpfung. So, und du hast ja, wenn du dann mal schaust, wie viel Kontakt zur Straße hast du an sich. So zwei Euro Stück oder so, ne? Wenn es überhaupt so viel ist. Je nachdem, welche Reifengröße du natürlich fährst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ich sag mal, auf einer Harley oder auf einer VT 600 oder was weiß ich, hinten schon wieder ganz anders aussieht als auf einem Sporttourer. Ganz andere Baustelle, ganz andere Reifenkonstruktion. Da muss man das wahrscheinlich dann im Detail auch nochmal betrachten. Bei der ganzen Sache, aber wenn du mit ein bisschen weniger Reifendruck fährst, dann hast du, weicht sich der Reifen ja ein klein bisschen. So, und dann hast du an sich mehr Fläche vom Reifen auf der Straße, was für die Haftung, jedenfalls wenn ich auf die Rennstrecke gehe, auf jeden Fall vom Vorteil ist. Ich fahre auf der Straße, auch in der Regel fahre ich 0,2 Bar weniger als dran steht, weil wenn es dann auch wärmer wird und je nachdem, wie viel Wärme, das ist auch wieder ein Riesenfaktor, wie viel Wärme nimmt der Reifen auf oder gibt er ab, dann in dem Moment, wo er wärmer wird, steigt ja auch innen drin der Luftdruck. So, und deswegen würde ich jetzt einfach nur mal sagen, bevor wir dazu sehr ins Detail gehen, Herstellervorgaben, mach das rein, was da reingehört, kontrolliere es bitte ein bisschen öfter als zweimal in der Saison. Das ist richtig. Und den Rest? Und den Rest sollten wir dann lieber Kai und wirklich dann den Fachleuten überlassen, bevor wir da irgendwie was raushauen. Also da hoffe ich mal, dass ich vielleicht bei dem Podcast auch mit teilnehmen kann und nicht nur Kai mit dem Typen da rumsitzt. Weiß ich noch nicht. Ich gucke mal so hinter die Kamera. Es gibt ein schwammiges das vielleicht. Würde ich nicht zulassen. Genau. Nein, mir kann sich das anhören. Was auch immer. Wir werden dann auf jeden Fall Fragen vorformulieren, dass Kai die dann entsprechend stellen kann. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier dann auch für den Kommentator entsprechend noch die Antworten nachliefern. Es wird dann halt ein Podcast-Video mit einem Reifenhersteller. Also genau das, was du wolltest. Ja. Sehr cool. Die weiße Box. Die weiße Box, geht schon los? Geht schon los, weil wir haben unsere Themen heute durch tatsächlich. Okay.
Und Mali geht die SD-Karte, Speicherplatz aus. Okay. Ja. Fassen Sie sich kurz. Fassen Sie, ich habe. Und jetzt nochmal in einem Satz. Entschuldigung, jetzt habe ich dir einfach was gegeben. Ist das noch? Ja, ja. Gib mir einfach was. Gib mir einfach was. Okay. Auf meinem Zettel steht, warum? Das ist großartig. Nein. Warum ist mit die, also das ist die Grundfrage der Evolution. Ja. Das ist cool. Weil wir es können. Von. Genau. Welche Ausbildung hast du gemacht? Ich habe eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Allerdings erst relativ spät. Und in welcher Fachrichtung? In der Fachrichtung Einbauküchen. Großartig. Genau. Es gab es an sich in der Art und Weise so nicht damals so diesen Ausbildungsberuf, aber ich bin richtig gelernter Küchenplaner. Nicht schlecht. Ich habe tatsächlich ganz klassisch Einzelhandelskaufmann bei Harley-Davidson gelernt. Jo. Ja, aber aus dir ist ja auch was geworden. Ja, ja. Das war jetzt, war das Klischee-Schublade gerade? Nein, um Gottes Willen, nein, das meine ich damit nicht, Ach so, es war die Berufswahl, jetzt habe ich es kapiert. Nein, auch. Ach. Wir spulen zurück. Nein, das ist in Ordnung, wir beide können das auch. Okay. Okay, glaubst du an Karma? Ja, habe ich lange Zeit nicht, aber mittlerweile, ja, nicht immer, ab und an. Ich habe mich ehrlich gesagt nie so richtig damit beschäftigt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Haufen Sachen gibt, über die wir so gar keine Ahnung haben. Auch einen Haufen Sachen, über die ich so gar keine Ahnung habe. Und deswegen ist ein interessantes Thema. Ich werde mich mal damit beschäftigen. Ich kann nachvollziehen, dass viele sich damit beschäftigen, aber ich kann da nichts zu sagen. Ich wollte dann nur noch zu sagen, es war nicht so, dass ich denke, ach, das war jetzt Karma, sondern ich habe jemandem eine Situation erzählt, wie es sich zugetragen hat, und dann hat jemand anders gesagt, ah, hat wohl das Karma zugeschlagen. Und das ist ein paar Mal passiert. Also okay. Es war keine eigene Einsicht von mir, sondern da hat jemand gesagt, was könnte das gewesen sein? Deswegen glaube ich ein bisschen dran, weil es mir beigebracht wurde. So nenne ich es ganz einfach mal. Okay. Heißt? Hast du einmal einen Mord gesehen? Ich habe erst Mond gelesen, aber da steht Mord. Hast du einmal einen Mord gesehen? Die Frage ist an wen? Und an... nein, bitte nicht falsch verstehen. An Menschen, nein. Nein. Punkt. Also im Fernsehen, nein. Nein. Also gespielte Szene, nein. Nein. Gut. Ich auch nicht. Gut, das ist genau deine Frage. Legst du Wert auf Markenbekleidung? Jein. Früher mehr, heute weniger und an manchen Stellen so gar nicht mehr. Gibt es da bestimmte Bereiche, wo du sagst, pass auf, in dem Bereich ist mir Marke schon wichtig? Nicht Marke, um sie zu zeigen, um damit zu prahlen oder sonst irgendwas, sondern Marke, weil ich für mich festgestellt habe, ich mache es an einem Beispiel fest, Salomon-Schuhe. Ja. Ich liebe diese Dinger. Ich kann sie blind kaufen in einer Größe von einem Modell allerdings, weil die sind ja auch dann doch wieder unterschiedlich. Schlüpfe da rein, fühle mich wohl, die Dinger halten, ich laufe darin perfekt für mich. Und damit sage ich mir, ich will da auch keine Experimente machen. Da müssen es diese Schuhe sein. Und natürlich steht dann auch die Marke drauf, aber ich laufe jetzt auch nicht so durch die Gegend, dass ich sage, guck mal, ich habe Salomon-Schuhe an, aber die funktionieren für mich am besten. Okay, es gibt ja das Gefühl, Sicherheit, du brauchst nicht lange suchen. Ja, ist genau. Ist alles cool. Du. Ich gebe ein bisschen Geld dafür aus, wobei ich immer der Schnäppchenjäger bin. Ich glaube, ich habe noch keinen Salomon-Schuh für den Originalpreis gekauft. Mhm. Das fällt mir wiederum nicht ein. Wenn ich auf Marke stehe, dann auf das Schnäppchen in der Marke am besten noch. Ja, aber ich mach's mal an dem Beispiel eben fest und dann habe ich da noch ein Schnäppchen gemacht und dann habe ich die bestimmt auch 4-5 Jahre, dann sind die aber wirklich auch tot und dann kommt, ich habe meist auch 2-3 Paare gleichzeitig, dass die nicht jeden Tag dran sind. Ja, dann stehe ich in dem Moment auf Marke und im gleichen Moment habe ich jetzt ein paar Schuhe an, die sind keine Marke, die haben mir gefallen, die waren günstig und es hat auch funktioniert, aber die sind nicht vergleichbar damit. Okay, ich bin dafür, wir kennen uns so lange, das ist furchtbar. Bei mir ist es auch das Schuhthema. Also wenn wir im Bereich Freizeitbekleidung sind, ich bin der weltmieseste Schuhkäufer
den du dir vorstellen kannst. Ich renne auch mittlerweile schon gar nicht mehr in Schuhgeschäfte rein und gucke mir das an. Das habe ich vor Jahren, habe ich das aufgegeben. Es gibt da so einen großartigen Versandhändler, da bin ich mal dann über eine Sache gestolpert, weil ich mir ein paar Schuhe irgendwo in so einem Outlet gekauft habe. Von, wenn wir ja schon die Markennamen nennen, das ist Dolomiti. Dolomiti, ja. Und ich renne seit Jahren nur noch in Dolomiti-Schuhen rum. Ich habe das mal wieder probiert, dass ich versuche, in einem Laden mir irgendwie Schuhe anzugucken. Ich bin da, geht gar nicht. Ich weiß nicht, ich krieg da keinen Bezug zu, überhaupt nicht. Und es ist so frustrierend, wenn du da in so ein Jagdrevier reingehst und du kommst mit nichts raus und du hast noch nicht mal eine Idee, woran es liegen könnte. Nee, das ist einfach, geht nicht. Und deswegen bin ich da hier bei Dolomiti festgehangen und ich fühle mich mit denen wohl. Ich hole mir immer noch ein paar extra Einlagen nochmal mit dazu, weil Fußgefühl ist Wohlgefühl, ein Mördereinfluss, finde ich, und seitdem bin ich da. Und ansonsten so Marken eher so im Motorradbereich. Also wenn es um Motorradbekleidung geht, ja, dann bin ich da schon wahrscheinlich sehr markenaffin. Ohne jetzt eine spezielle Tendenz zu haben, so es muss nur die Marke sein. Aber okay, man hat sich jetzt natürlich beruflich über all die Jahre so mit einigen Marken sehr, sehr intensiv beschäftigt und deswegen weiß man ungefähr, worauf liegt der Wert, worauf liegt der Wert, wo kommt das her, welcher Gedanke liegt dahinter, weil jeder hat ja auch so seine eigene Philosophie. Ja. Und da holt man dann das Passende dann für sich dann eben halt raus und für seine Fahrfreude. Oh. Punkt. Wenn ihr also mal, also das ist jetzt an die Frauen da draußen gerichtet, an so einer gläsernen Treppe entlang kommt und da liegt ein einzelner Dolomiti-Schuh und ihr müsst dann den Mann finden, zu dem dieser Schuh passt, da ist er. Ja? Dann könnt ihr glücklich lebten sie bis ans Ende ihrer Tage und so. Mal gucken. Vielen Dank dafür. Genau. So, und hast du denn noch einen Titel für unsere Playlist mitgebracht? Ja, und zwar ein Titel, den ich auch jetzt am Wochenende, dummerweise die ganze Zeit, der vielleicht auch so ein bisschen so, Musik beeinflusst mich irre in der Fahrdynamik. Das ist unglaublich und deswegen fahre ich meistens ohne Musik so. Aber das hindert mich ja nicht daran, wenn du einen Ohrwurm hast, du singst ihn dir ja selber vor. Und alleine schon das ist ein Grund für mich, kein Kommunikationssystem zu haben, weil das Ding hat ja leider keinen nur für dich selbst Karaoke-Modus. Wenn es das gäbe, wäre ich sofort dabei. Das hat aber einen Ausknopf, also das kann nicht sein. Ja, ja, genau, okay. Genau. Aber ich muss mich ja nicht immer die ganze Zeit irgendwie eine Gruppe lahmlegen. Ne? Ja. Oder wie man das früher so im Funkbereich gemacht hat, so, Achtung, wir ändern die Frequenz. Das ist einfach unerträglich. Dieter wurde aus der Gruppe ausgeschlossen, genau. Das geht. Das geht. Geht wunderbar. Nein, ich bin auf jeden Fall in der Hard and Heavy Geschichte und was ich unbedingt in dieser Playlist haben möchte, ist Iron Maiden, Aces High. So, Auftrag geht hinter die Kamera. Und ich habe heute, da musst du mich dann verbessern, falls ich es falsch ausspreche, Queensryche, Silent Lucidity. Das ist natürlich mehr so eine Ballade, aber es ist dennoch eine Band, die auch sich da verorten lässt, tatsächlich. Und das ist ein richtig fetter Titel. Richtig, der knallt zwischendurch so ein bisschen. Eine richtige Symphonie an sich. Korrekt. Ja. Also, ich viel dabei. Spaß damit. Danke. Dass du wieder mal eingesprungen bist und natürlich war er nicht irgendwie der 20., den wir gefragt haben, nein, er war der Erste, weil das hier immer mega Spaß macht und das haben wir auch an euren Kommentaren gelesen. Danke dafür und auch danke, dass ihr dann Dieter in seiner Rolle wahrgenommen habt und auch seine Mitarbeiterin da gelobt habt. Klasse, finde ich richtig gut. Ich danke euch und wir freuen uns auf Kai. Genau, beim nächsten Mal dann wieder und ansonsten bis bald und tschüss. Ciao, servus.